So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2. Heute fahren wir die Linien 140 und 141. Wir fahren die zusammen in einer Folge, weil die nur jeweils 10 Minuten gehen und die ja auch relativ ähnlich sind. Deswegen fahren wir als erstes von Altermarkt nach Burgdorf die 140 und zurück fahren wir dann die 141. Ich habe da gesehen, also am Anfang da bei Altermarkt unterscheiden sie sich ein bisschen, aber danach sind die dann gleich. Ja, genau. Also das ist unser Plan heute. Wir fahren mit dem Mercedes-Benz Citaro Euro 2 ZF. Ich habe hier den OM 457 gewählt. Genau. Und ja, das ist erstmal der Fahrplan hier. 11 Minuten die 140, die 141 geht 12 Minuten. Also starten wir mal das Ganze hier. Der Bus ist ungemoddet, glaube ich. Also nur, ist schon gemoddet. Ich habe hier die Zweiersitzreihen hier. Ja, aber sonst nichts gemoddet. Das wird auch verlinkt. Das verlinke ich euch in der Beschreibung. Diesen Mod, diese Modifikation. Genau. So. Ja. Melden wir uns an. 140.01, glaube ich. Nee, 02. Okay. Schauen wir mal. 140 nach Burgdorf, genau. Ja, das Repaint wird mitgeliefert, soweit ich weiß, bei Morphe Pack. Das wird mitgeliefert, diese Standard Repaints. Ja, aber auch nur beim Euro 2er. Deswegen fahren wir Euro 2. Genau. Gut, dann spule ich direkt vor. Ich will hier nicht lang rumreden, sondern direkt losfahren. Ich mache noch die Klima an hier, Heizung. Und dann geht's los. Ich fahre heute mal mit FX-Mod, weil ich es einfach vergessen habe, den auszuschalten am Anfang. Normalerweise fahre ich ohne FX-Mod, weil mir es zu dunkel ist, aber jetzt irgendwie passt das eigentlich. Ist nicht zu dunkel. Außerdem nehme ich heute in 1080p auf, auch weil ich vergessen habe, das umzustellen. Ja, aber irgendwie, weiß nicht. Irgendwie ist mir dann 1080p doch lieber als 1440 oder 4K, weil da einfach die beste Performance dabei rauskommt. Wenn man natürlich in 4K zockt, dann hat man natürlich eine schlechte Performance. Deswegen ist mir dann doch lieber 1080p. Aber natürlich rendere ich das dann danach in 1440p, damit YouTube natürlich den besseren Codierer benutzt, den VP09 Codierer.
Ich habe mir mal die letzten Folgen angeschaut und ja, das sieht schon ganz gut aus. Also ich bin mit der Qualität der Videos sehr zufrieden. Ich glaube, YouTube hat da wieder was geändert. Ich glaube, die haben jetzt die Qualität wieder verbessert. Weil kurzzeitig war ja auch die Bitrate gedroppt. Also die war limitiert. Das heißt, YouTube hat nicht die volle Möglichkeit ausgenutzt von den Videos. Und ich glaube, jetzt haben die es wieder zurückgestellt, dass man mit voller Bitrate hochladen kann. Ja. Ist ganz schön. Also sieht ganz schick aus. So, jetzt schaue ich mal, dass ich vielleicht hier gleich einen Thumbnail mache. So, ne? Heute keine Sonne, heute fahre ich nicht in der Früh, sondern am Mittag. So. Weiter geht's. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich früher durch sein mit Winsenburg, als ich gedacht habe. Ich werde für solche Linien natürlich nicht zwei extra Folgen aufnehmen, sondern dann packe ich die natürlich zusammen und mache dann eine Folge aus zwei Linien. Genau, und hier fährt dann die 141 nach rechts und wir fahren geradeaus. Also so unterscheiden sie sich. Aber das ist mir jetzt nicht zwei extra Videos wert. Obwohl das rein theoretisch wahrscheinlich praktischer wäre für meinen Kanal. Also habe ich natürlich zweimal die Aufrufe, aber ich will euch natürlich auch nicht, ja, irgendwie verarschen oder so. Mit zwei Videos pro 10 Minuten. Nee. Also ich mache das schon so, dass es logisch ist. Und solche Linien natürlich zusammen. Wird mal wieder Zeit, dass ich in den Gelenkbus fahre, ne? Ist schon lange her. Aber irgendwie passt auf Winsenburg, außer bei diesen Metrolinien, passt da eigentlich ganz gut ein Solobus. Reicht. Weil die meisten Linien hier sind sowieso nur so 10 bis 20 Minuten. Da fahren nicht so viele Leute mit. Guten Tag. Ah, hier ist das Depot. Guten Tag.
Und ich glaube von da rechts, oder? Kommt da die 141? Nee. Weil ich habe mir gedacht, dass die 140 hier so einen Schlenker macht über das Industriegebiet, aber anscheinend nicht. Aber wahrscheinlich jetzt gleich. Irgendwo führen die sich wieder zusammen. So eine ganz schöne Linie eigentlich. So ein bisschen städtisch mit viel Abbiegen. Ist auch ganz interessant. Der Fahrplan ist auch ganz gut gemacht. Also man hat hier nicht ewig Verfrühung. So, kommt ganz gut durch. Das mag ich auch. Also ich mag es gerne, wenn man ein bisschen mehr Gas geben muss. Guten Tag, hallo. Schwedische Straße. Ja, dann sind wir gleich da. Die nächste Haltestelle ist die Endhaltestelle. Dann wechseln wir zur 141. Ah, genau. Also hier von rechts kommt die 141. Also die hat da schon einen etwas anderen Linienweg. Aber wie gesagt, ich möchte nicht so gerne Videos unter 10 Minuten machen oder unter 12 Minuten vielleicht. Ich möchte schon, dass die Videos so, ja, 20 Minuten lang sind. Also, dass man schon was zu gucken hat. So, da links fährt die 141 ab. So, Terminus, genau. Und ist auch ganz praktisch, hier der nächste Fahrplan hier ist schon die 141. Also ist alles passend. 141,01, genau. Also, jetzt geht es wieder zurück zum alten Markt. Genau. So, jetzt muss ich mal schauen. 141. Ach, hier. Fährt auch von hier ab. Ja, dann passt das doch. Oder? Ja.
Oder ne, vielleicht muss ich doch hier hin. Ah, okay, Moment. Müssen wir mal drehen. Da hinten. So, dann geht's hier los. Spule ich gleich vor. 44. Hallo. Guten Morgen. Ach, guten Morgen, guten Tag. So, los geht's. Also jetzt die 141. Und dann sind wir auch schon durch mit diesem Hettstedt. Burgdorf-Ding. Dann geht's auf die 152, 153, glaube ich. Und dann die Metrobuslinien. Und die Nachtbuslinien, die werde ich dann auslassen. Die werde ich nicht fahren. Weil die sind größtenteils echt auch einfach nur die gleichen Linien wie die Taglinien. Nur, dass sie nicht an allen Haltestellen halten und so weiter. Also, macht keinen Sinn. Guten Tag. M-Linie werde ich auf jeden Fall fahren. Und für die M-Linien werde ich auf jeden Fall auch Gelenkbusse nehmen. Und da gibt es auch ein paar schöne Repaints. Gerade so für Capacity oder so. Dieses schöne Metrobus-Design. Da werde ich auf jeden Fall was Schönes auswählen. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Aber jetzt demnächst kommt ja die Folge 100. Die übernächste Folge. Und da ist halt die Frage, was ich da machen soll. Ob ich da irgendwas Spezielles machen soll oder nicht. Ich denke schon. Also ich wäre schon dafür, dass ich irgendwas Besonderes mache. Nur ich muss halt schauen, was genau. Muss ich mir noch was überlegen. Ich muss mal schauen. Ich suche mal im Internet nach ein paar schönen Maps. Vielleicht finde ich ja irgendeine besondere. Und dann werden wir das mal fahren. Einfach mal, um was anderes zu haben als immer nur die Standard-Maps. Guten Tag. Die reden aber auch hier wirklich gar nicht, ne? Ich muss mal schauen, ob da nicht die Sprachfiles gelöscht wurden. Keine Ahnung. Die reden hier gar nicht. Wahrscheinlich erst, wenn ich irgendwo gegenfahre.
Hallo. Vielleicht fahre ich diese Challenge Map oder so. Oder irgend so eine andere Spaß Map. Ich will auf jeden Fall irgendwas Spezielles machen. Irgendeine Map. Vielleicht der Tau. Obwohl ich da auch kein großer Fan von bin. Also ich bin persönlich kein großer Fan von Tettau. Ich finde Tettau eher so ein bisschen langweilig. Hallo, hallo. Ist aber echt eine schöne Map. Und auch eine schöne Linie. Also ich kann euch Winzenburg auf jeden Fall empfehlen. Gibt es ja aktuell leider nur über das polnische OMSI-Forum. Ist ein bisschen schade. Weil diese updated Version, ich finde, die geht gar nicht. Die ist überhaupt nicht passend zur Map. Also da wurden Hochhäuser benutzt und so weiter, also passt gar nicht. Ich habe mir die Map angeschaut. Weil so viele Linien und so weiter klingen natürlich immer ganz schön, aber naja, wenn ich dann so sehe, wie man da durch so bekannte Regionen fährt und da plötzlich ja, Frankfurt nachgebildet wurde in Winsenburg, dann ist es nicht so ganz schön. Oh, Alter, ey. Habe ich übersehen. Ja, also man muss schon schauen, dass man diese Häuser benutzt, die auch wirklich passen. Und nicht einfach irgendwelche Häuser. Weil damit zerstört man halt wirklich diesen Kultwert von der Map. Für Winsenburg, außer jetzt im Zentrum, ist halt keine Riesenstadt irgendwie. Ja. Da stehen halt mehr solche Häuser, solche Wohnungen, solche. Aber nicht irgendwelche riesen Hochhäuser. Genauso wie mit dieser Arnhem-Laurenzbach-Updated 2020 modernen Version oder so. Also da ist genau dasselbe. Man sieht halt, wo der alte Baustil ist, also wo das Standard Winsenburg oder Arnhem-Laurenzbach ist und wo halt die neue Bebauung ist. Und man sieht halt ganz eindeutig, dass es nicht passt. Und wenn ich dann sowas sehe, dann kann ich einfach nicht weiterfahren.
Macht mir einfach keinen Spaß. Steht er da so auf der Straße? Naja, ging ja schnell, ne? Und da haben wir gleich zwei Linien geschafft. Ja. So, Endstation. Alter Markt, diese Fahrt endet dort. So, Feierabend. Also, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst mir gerne ein Like da, abonnieren, kommentieren, teilen. Würde mir auch sehr helfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao. Euer Gaming Freak.